So, Freunde der recycelten Bierdose, willkommen zurück zu Republic at War, dem ersten Erweiterungspaket, wollte ich jetzt gerade sagen, wieder für Empire at War. Ja, wisst ihr ja, aus den ersten beiden Ablegern, den ersten beiden Skirmish-Partien, die recht nice waren. Und ich habe immer so überlegt, wir fangen mal... Genau, wir machen auf jeden Fall mal eine von den galaktischen Eroberungen und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal... Rückwärts an, kann man das sagen? Keine Ahnung. Wir fangen auf jeden Fall mal mit den Guten an. Wir spielen nämlich mal die Konföderation. Zuerst, anstelle der Republik zuerst. So, Planeten, 72. Wieso kann ich hier eigentlich nicht, Moment. Ach so, das ist... Lol, ich muss das als Republik spielen. Boah, bin ich blöd. Okay, dann machen wir es anders. Dann spielen wir die Klonkriege tatsächlich auf der Seite der Konföderation. So, das geht. Das ist irgendwie ein bisschen widersprüchlich, weil ich dachte so, das macht irgendwie... Okay, verstehe ich nicht. Keine Ahnung. So, wahrscheinlich ist man dann bei dem Untergang der Jedi eher schon nach der Order 66 oder so. I don't know. Soll mir aber auch egal sein. Oder aus der Asche. Das können wir hier machen. Sind das die gleichen Planeten? Ja. Aber das macht doch voll keinen Sinn, wenn wir... Egal, komm, wir spielen die Klonkriege aus der Sicht der Konföderation, ne? Und, was können wir hier machen? Techstufe beim Start, 1, genau. Ist auch geil, wenn du hier bei maximaler Techstufe einfach mal von 5 auf 1 runtergehst. Das macht überhaupt keinen Sinn. Automatisch entscheiden, achso, die automatischen Kampfdinger, genau. Kampfdinger, ihr wisst schon. Und, bla bla, hier, bla bla da, scheiß drauf, starten, fertig. Ah, und es lädt wieder. Ich liebe es, wenn Dinge laden. Vor allem, wenn man noch nicht mal irgendwie irgendeine Übersicht hat, was gerade geladen wird. So, aktive Sonderziele, wollte ich schon sagen. Storyziele, aktiv. Aktiv hier, aktiv da, Klonkriege. Eingehende Mitteilung von Count Dooku, die Klonkriege. Viele Welten sind immer noch mit der Galaktischen Republik verbündet. Da es uns die Republik nicht erlauben wird, dass beide... zusammen in der Galaxie existieren, müssen wir die Kontrolle über alle republikanischen Systeme bekommen, indem wir unsere gewaltige Droidenarmee zum Einsatz bringen. Die Konföderation siegt, wenn die Republik aus der Galaxis entfernt wurde. Sehr nett formuliert, dass man jemanden entfernt aus der Galaxis, ne? Oder wenn man jemanden aus dem Leben entfernt. Man kann es auch, ja, so ausdrücken, wenn man es nicht anders weiß. Okay. Ich muss mir aber erstmal einen Überblick verschaffen. So nicht, das war wieder Leertaste. Pause. So, kurzer Abstrich dazu. Ich denke, Star Wars muss ich jetzt hier nicht nochmal erklären. Wenn ja, dann mein Beileid. Wir spielen die Konföderation. Heißt, wir spielen wirklich mal die Guten zuerst. Ne? Nicht immer hier so die schmierigen Rebellen, die sich gegen alles auflehnen. Oder hier, irgendwelche Klone, die meinen, irgendwelche Wahnsinnigen mit Zaubertricks verteidigen zu müssen. Wir sind die Guten, ne? Unsere Mitarbeiter bestehen aus recycelbaren, niemals meckernden Mitgliedern, ne? Den wunderbaren B1-Kampfdroiden hier. Genau, die sind einfach klasse. Ne? Da steht ein klasse Droide, aber die sind einfach von sich aus klasse. Ne? Es gibt keine hier Gewerkschaften, die arbeiten, bis sie umfallen, wortwörtlich. Mega gut. So. Ne? Und die anderen hier mit ihrer Scheinrepublik da hier. Bah. Das muss ja, das kann ja nicht sein. So, die von Bactuit Combat Automata im Auftrag der Handelsföderation billig und in Massen hergestellten B1-Kampfdroiden sind die Standardsoldaten der Separatisten. Durch ihre geringe künstliche Intelligenz, was soll das denn heißen? Schwache Panzerung und Abhängigkeit eines Befehlshabers sind sie in kleinen Gruppen eine, keine steht da. Keine große Bedrohung, können den Gegner jedoch meist durch schiere Überzahl erdrücken. Sie waren... mit standardisierten E8 Blastergewehren bewaffnet, die für ihre geringe Zielgenauigkeit bekannt waren. Sturmtruppler. 48 Droiden pro Squad. 48? Was? Okay. Diese Einheit kann Verstärkungspunkte, Bauplätze und einige Gebäude einnehmen. Was heißt denn einige Gebäude? Okay, wahrscheinlich die, die sich einnehmen lassen. Ich lasse mir auch relativ viel Zeit, mir diese Mod mal anzuschauen. Na, ihr merkt es gerade schon. Ich lese alles vor, ich gucke mir alles an. Ich habe Bock, das ein bisschen mehr unter die Lupe zu nehmen. Seht es mir nach oder auch nicht. Oder heißt es auch gut. Ne? Geht auch beides. So.
Die ganzen Grafiken sind zwar nicht so... Ja, wie sage ich das jetzt denn nett? Geht gar nicht. So ganz hoch aufgelöst. 4K ist das nicht. Aber ist ja auch egal. So, die sind auf jeden Fall gut gegen Klone und gegen Klone und schwach gegen Klone. Wobei, auf der rechten Seite, das sind schon die ARC Trooper und diese, ganz rechts diese AT-RT oder so heißen die, diese kleinen Dinger. AT-RT, Single Trooper Aerial Platform, das ist aber nett. Genau, STAB in der abgekürzten Form, klasse, Droide, Single Trooper, bla bla bla. Kurz STAB, sag ich doch, ha, ohne das gelesen zu haben. Glaub mir jetzt einfach mal bitte. Waren kleine von einem B-1-Kampfdroiden geflogene Sperrfahrzeuge, die die Handelsföderation und später die Konföderation zur schnellen Erkundung nutzte. Hä? Ach so, das war zuerst eine Handelsföderation. Ne? Das waren noch die, die etwas passiveren Mitglieder. Ne? Ihr wisst schon, die mit der netten Blockade. Ne? Die eigentlich nur um Naboo hier so einen leichten Zoll-Dingens einrichten, so einen Zollposten einrichten wollten. Und dann völlig zu Unrecht beim Stürzen einer Tyrannei dabei unterbrochen wurden. Unmöglich. So. Durch einen Repulsor und zwei Turbinen konnte ein Stab über dem Boden schweben. Schwebend. Hohe Geschwindigkeiten erreichen, was ihn zu einer effektiven Aufklärungseinheit machte. Jedoch konnte er mit seinem Zwillingsblaster nur leichte Kämpfe beschreiten. So. So, irgendwer flüstert da im Hintergrund. Nice. Newt Gunray, der Vizekönig, genau. Warum ist der denn eigentlich immer nur Vizekönig gewesen? Sag mal. So, Handelsföderation und ein Führer des Nemoidianischen Innenkreises Gesundheit. Eines der wichtigsten Mitglieder im Rat der Separatisten. Und eines der schwierigsten Schleimer überhaupt. So, er galt zwar im Allgemeinen als ängstlich und feige, stellte der Konföderation jedoch sämtliche Gelder und Kampfdroiden der Handelsföderation zur Verfügung und stellte sich so direkt gegen die Republik eine nie zuvor dagewesene Machtposition im Auge. So, der bedarf eigentlich keiner Vorstellung. Kandoku, klasse. So. Kandoku von Sereno war einst ein Mitglied des Jedi-Rats und Meister von Qui-Gon Jinn. Surprise. Nach dessen Tod zweifelte er an den Prinzipien des Ordens und wechselte als Schüler des geheimnisvollen Darth Sidious auf die dunkle Seite. Der Schuft. Durch seine Position als Führer der Separatisten und seine unvergleichliche Wortgewandtheit überzeugte er zahlreiche Firmen und Regierungschefs, sich der Konföderation anzuschließen. Neben diesem Charisma war der Count jedoch auch ein beeindruckender Duellant und Machtnutzer. Genau, der hat sich ja auf diese Duellantenform der Lichtschwertkünste spezialisiert. Sehr cool eigentlich, also extrem starker Nahkämpfer. Das Obviously-ste hier mal ans Tageslicht gebracht hat, auch ein paar Fähigkeiten. Okay, mal sehen. Finde ich ehrlich gesagt relativ witzig, dass die hier die Vergangenheitsform nehmen. Ne? Also er war und wurde und whatever. Ne? Also die reden eher so aus der Sicht, ja, wie aus so einem historischen Kontext, würde man sagen. Eigentlich ganz cool. So, kann man den Kollegen aber hier nur anrechnen, dass die das alles mitgenommen haben. Sehr, sehr cool. LE-Reparaturdroide. Schlag gegen gar nichts. Gegen lockere Schrauben. Und. Moment, wo bin ich denn hier überhaupt? Ich bin gerade. Auf Geonosis. Ja, cool. Da bin ich ja genau mal richtig. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber wenn wo ich schon mal hier bin, leichte Fabrik. So, was habe ich denn hier überhaupt? Droidenfabrik. Yo. B1-Kampfdroide, B2-Kampfdroide. Das sind schon die etwas gepanzerteren. Die habe ich allerdings noch nicht. Genau. Ich brauche erstmal eine Mine. Wie viele Minen habe ich überhaupt? Aber bevor ich das hier erstmal... Hä, das ist auch... Ach so, okay. Droiden-Log, das haben sie verändert. Geschichte, das ist einfach nur R2-D2 nice drüber gemalt. Man sieht das ja auch gar nicht. Das ist jetzt so... Nice. Okay. Ah, oh, das ist aber schäbig hier. Techbaum. So, da fuchse ich mich noch irgendwie rein. Leichtes Fahrzeug, genau. Ich hoffe, dass durch die mittlere Schwierigkeitsstufe nicht zu viel gerade auf die Nüsse kriege. Wo kann ich denn hier... Wo? Tipps aktivieren. Nee, das... Ja, komm, das lasse ich mal so. Wie viel kriege ich denn... Geschichte, Woche. Wo steht denn, wie viel Kohle ich kriege? Bleach. So ein bisschen, Alter.
So, Einkommen gesamt. Da, guck mal. Wahrscheinlich pro Galaxietag, so rechnen die ja immer. Basis-Credits. Wie kann man denn 174 Handelsrouten haben? Geil. Minen. Ja, das sind ein paar, ne? Ist auch okay so. Ja, da baue ich erstmal die Minen sich da erstmal ein zurecht. Ich baue schon mal ein paar mehr Kampfdroiden und die ziehe ich auch mal hier zusammen. Warum müssen die eigentlich immer so verteilen, sag mal? So, wie heißen die Dinger? Das sind Munificent Trigger. Alter, ey, vorlesen. 5 Minus. Providence Kreuzer. So. Und Ryloth. Ryloth. Was haben wir hier? Repulsorliftstörer. Aha, aha. Bewegen sich hier nicht langsamer. Ja, hier baue ich schon mal keine Droiden, weil die arschteuer sind. Droiden immer schön auf Geonosis bauen. So wie man auch bei der Republik die Klone auf Kamino baut. Leichte Fabrik. Gebäude, bla bla. Gebäude wird errichtet. Dann haben wir hier mal einen Kopfgeldjäger. Oder was haben wir hier? Schmuggler. Bla bla bla. Ich weiß nicht mehr, was der kann. Machen wir trotzdem mal. So, ich bleib mal eben bei Spielpause. Genau. Was haben wir hier? Hier, Achso, jetzt darf ich auch sehen, wie viel die insgesamt. Ich hätte mir ja trotzdem gewünscht, dass man das eher hier sieht. Warum haben die das denn ausgenommen? Ach! Ja, intelligent. Das steht auch hier. Easy. Boah. Gott. Alzog 3. Warum bist du noch nicht unter Separatistenkontrolle? Warum bist du nicht. Warum gehörst du nicht zu den Guten? Gott, gibt's hier viel. Okay, ich. Boah. Yo, Yavin ist erstmal Yavin 4. Alter, cool gemacht. Mintuin? Aha. So weit draußen war Mon Calamari? What the fuck? Okay, Rexus Prime, Bondan, so. Natürlich, wenn sich irgendwo. Ortmann hält, sehe ich noch gar nicht. Aber. So, hier habe ich noch Magito, Dantuin. Wieso habe ich denn jetzt auf einmal wieder 300? Ach, das heißt doch nur, wie viel die geben. Hier steht meine Kohle, also unten rechts 12.400. Gott, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Okay. So, Konföderationsflotte. Kugel mit verlängerten Armen. Lucral-Kampfschiff. Ja, wie man das aussprechen soll, ohne dass man sich da irgendwas bei bricht. Zungentechnisch. Hier hätte ich tatsächlich Fahrzeug aber. Wird produziert. Und dass man hier diese Flächen nicht. Ja, das ist ausbaufähig. Aber dafür, dass es eine Mod ist, wie gesagt. Ja, also. Alles, was ihr so an Gemecker hört, das ist wirklich Gemecker auf hohem Niveau. Ich habe eine Frage. Klasse Vorposten. Guck mal, ich habe doch jetzt keine. Ach so, weil ich die ganzen Raumstationen schon habe, ne? Das ist das, was ich halt aufrüsten kann. Okay, doof. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die Gegner gerade haben. Aber Tatooine ist doch ein easy Snack, oder? Also, guck mal, was ich hier alles hab. Hä? Ich kann die. Ach so, weil ich. Ja, okay. Hat der noch ein Schiff? Nee, ne? Was kann der eigentlich? Starker Held, ja, aber inwiefern, Kollege? Ich meine. Ja, starker Held, ja, das ist halt witzig, aber. Ach so, der wird wahrscheinlich auch. Lässt sich relativ einfach rausfinden. Warte mal eben. Konstruktion abgeschlossen. Ich den nämlich jetzt hier hinfliegen lasse, dann. Nee, dann bleibt das so günstig, aber da auch. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Aber hier sind die jetzt ja auch günstig. Hä? Sind die hier günstig? Nein, das ist hier. Abgeschlossen. War das, wenn du dich dahin bewegst? Erstmal den Obermotz hier von A nach B schicken, okay.
So, das dauert noch ein kleines bisschen länger als im Hauptspiel, habe ich das Gefühl. Von der Kontrolle ist neutral auf Republik. Die haben gleich mal vorgelegt. Konstruktion abgeschlossen. Okay. Jo, jetzt ist hier alles günstiger, alles klar. Das heißt, der macht Dinge günstiger. Ist ja quasi Mon Mothma in hässlich. Konstruktion. Hier mache ich erstmal eine Raumstation. Endor, jo. Gebäude wird errichtet. Raumstationen mag ich, sind gut. Wird gebaut. Beschweren sich nicht beim Beschuss, nur manchmal. Einheit wird produziert. Oh oh. Ja, die. Ich glaube, die legen aber. Warum ist das hier? Warum ist das hier violett? Warum ist das hellgrün? Warum ist das... Hä? Okay, komm. So, unwichtige Randplaneten Teil 3. Ey! Ich glaube, die... Konstruktion abgeschlossen. Ja, die legen gerade gut vor, würde ich sagen. So, Konstruktion abgeschlossen. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Nice. Okay, was da auf uns wartet, keine Ahnung. Wahrscheinlich nur die Raumstation, aber das spielen wir jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich muss nochmal gucken, wie ich das mit den Folgen mache. Kann auch sein, dass ich dann so zwischendurch mal ein bisschen spiele. Einfach nur, dass man da so ein bisschen in Progress sieht, weil ich muss jetzt ja nicht jeden kleinen Droiden vorzeigen. Boah, das war cool gemacht, ey. Ah, schon nice. Ah, schon. Da schlägt das Herz doch direkt wieder im Takt der Macht, würde ich sagen. Ja, die machen hier irgendwie irgendwas. So, Providence-Kreuzer, genau. Freiwillige vor. Gibt es echt eine Möglichkeit, wie ich hier das abwählen kann, ohne dass... Ja. Wow. Ja, die lassen sich mal wieder Zeit. Leash. Ich will auch nicht hetzen. Alles in Ruhe. Alles zu seiner Zeit. Was sind denn hier meine ganzen Bomber? Wow. Kann mir da einer erzählen, warum die so schnell verschwinden? Ich will da mal einen Venator. Ach, einen Venator. Akklamator verschwinden sehen. Arken! Arken! Ich sag halt einen Arken. Kann ich von hier schon schießen? Nee, ne? Egal. So, ihr greift erstmal in aller Ruhe. Ihr greift erstmal in aller Ruhe hier mal den Akklamator an. Kommt schon sofort so dieses, ja, wie soll man sagen? So ein bisschen mehr das Gefühl von Masse. So, als würde es tatsächlich hier um irgendwas gehen. So, hier kann ich mal mit meinem Boss-Droiden unterhalten. Wow, da kommt aber schon... Ah, egal, das ist ein ganzer Kampfverband hier hinten. Jo, der Akklamator hat heute einen schlechten Tag. Oh, und irgendwas macht hier fett Schaden. Lass den gerade jetzt mal das kämpfen. Ich gucke einfach mal so ein bisschen zu. Und die Akklamatoren scheinen ein kleines bisschen besser zu sein als die Munificence hier. Vor allem, weil auch hier so eine riesen Plattform scheinbar. Mein Gott, ey, noch langsamer. Das hat wieder einen Antriebsschub, ja, okay. Keine Ahnung, gegen was sind die eigentlich gut? Gegen Jäger, okay. Alles falsch gemacht. Yo. Gut, ich kämpfe ja auch gerade. Alter, könnt ihr mal irgendwas machen hier? Warum drehst du dich? Sensor-Ping. Ja, den lassen wir mal verschwinden mit einer vollen Breitseite.
Boah, das ist aber, Alter, was ist los mit euch? Ja. Das ist der erste Fall in der Geschichte der Menschheit, wo eine KI tatsächlich mal was bringt. Ah, das ist schon gemein. So, ciao. Ha, und wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben den ertragreichsten Planeten der Galaxis eingenommen, Tatooine. Moment, noch nicht. Shit. Ach, jetzt weiß ich nicht, was die da am Boden haben, ne? Haben die überhaupt was am Boden? Ey, die nehmen eine... Okay. Ich muss öfters mal pausieren, weil man hier überall sonst irgendwie irgendwas hat. Dantooine. Wie komme ich denn an neue Technologien, sag mal? Bin ich hier bei Tech 1. Wie komme ich denn zu Tech... Keine Ahnung. Wie komme ich zu Tech 1000? Wie kann ich tanken? Muss ich irgendwie irgendwas forschen? Keine Ahnung. Muss ich den irgendwie losschicken? Keine Ahnung. Muss ich irgendwelche Planeten einnehmen? Ich weiß es doch nicht. Kann ich denn nochmal hier escape? Nope. Missions-Holocron, Droiden. Oder hätte ich halt sagen müssen, dass ich mit der Technologie halt... Nee, Quatsch, das wäre scheiße. Das wäre immer richtig dumm. Ich weiß trotzdem nicht, wie ich forschen kann. Ich muss wahrscheinlich irgendein Gebäude bauen oder so. So, das ist ein bisschen wenig für einen Bodenkampf. Fahrzeug wird produziert. Genau, Fahrzeug. Ganz genau. Was haben wir hier? Einen Schmuggler. Schmuggler wird angeworben. Den machen wir mal. Ja. Ja, dann vielleicht Hypori. Kann ich hier irgendwo irgendwas bauen? Die können alle nur. Ey, das wäre echt dumm, wenn man das so am Anfang nicht machen könnte. Aber wie gesagt, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Das finde ich aber mit Sicherheit irgendwie raus. Fahrzeug wird produziert. Ja, bauen wir ein paar Schiffe. Ich würde gerne mindestens eine größere Flotte haben. Solust. Solust sieht so ein bisschen alleine aus, sage ich mal. Hier steht nicht viel rum. Da kann ich mich nur verteidigen. Aber habe hier keine direkte Route. Das ist eigentlich ganz cool. Aufbau Stufe 2. Ja, die würde ich allerdings auch gerne hier bauen. Ich bringe hier auch ein bisschen Kohle Aufbau ein. Beginnt. Mickes. Ah, ja, das ist mein Ziel, Coruscant. Da möchte ich doch hin. Und Geonosis ist ja wahrscheinlich... Ja, mein Planet. Aber wie... Wie war das denn? Also in der Kampagne war es ja so, dass man das irgendwann bekommt. Aber wie forscht man denn hier... Keine Ahnung, ich muss. Was ist das hier? Außenposten. Garnison, Bevölkerungsgefühl der Sekundastroidenzentrum. Farm. Halt an Truppen über die ganze Schlacht. Cool. Aufbau Salami, the wheel. What? Ja. Einfach mal the wheel. Egal, wie rum das auch sein soll. Transphobie? Nee, Trandosha. Dammit. Okay, keine Ahnung. Wahrscheinlich schon alles falsch gemacht. Ich würde auch sagen, die Flotte ist ja ganz okay, aber hier, ey, da kann ich nicht reinfliegen. Corellia macht mich kaputt. Was haben wir denn hier für eine Flotte? Zwei davon, zwei hiervon. Shit. Konstruktion abgeschlossen. Ja, die nehmen hier eine Sache nach der anderen ein. Okay, warte. Ich muss es leider mit Pause machen. So, du gehst mal dahin. Konstruktion abgeschlossen. So.
Ja, keine Ahnung, wie man taggt, um ehrlich zu sein. Also nicht, dass ich das wirklich verpasst habe, am Anfang einzustellen. Das wäre natürlich scheiße. Fahrzeug wird produziert. So nach dem Prinzip, yo, du musst halt schon eine Tag 5 einstellen, damit du auch alles hast. Das wäre irgendwie blöd, aber das glaube ich auch ehrlich gesagt nicht so. Okay, ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen, weil... Keine Sorge, das sage ich jetzt noch 5-mal. The Maw. Genau, der Schlund. Da haben wir die Kartoffel. Aha, Honogre. Die Roche Asteroids. Aha. Ja, ist dumm, ich weiß halt nicht, wo... Ah. Nabu. Mhm. Ein schönes erstes Ziel. Rotana. Oder Rothana. Sieht so aus, als könnte man das irgendwie einnehmen. Tja, keine Ahnung. So, wir bauen erstmal ein paar Kampfdroiden. Einheit wird hergestellt. Sind ja schon diese Kommandodinger. Die UM. Out of Mana Kommandodroiden. Cool. Und Repetodroide. Einheit wird produziert. Gut, und wenn die fertig sind, dann gehen wir mal rüber auf ein kleines Pläuschen. Auf einen kleinen Plauschangriff. Und... Keine Ahnung, ob irgendwas auf Alzog ist. Nö, sehr gut. So, Raid Shipping. Kann ich... Okay, der kriegt jetzt... Geil. 8 Credits pro Woche holt der gute Mann da raus. Wird angeworben. Ja, aber gleich gar nichts rauskriegen können. Einheit wird hergestellt. Vergesso. Hat sich gerade IG-88 gemeldet, wenn ich mich nicht ganz verhört habe. Okay, ihr geht erstmal dahin und nehmt Alzog ein. Gott, brauchen die lange. Alter. So. Und du baust... Ja, ich meine, mehr kann ich ja nicht bauen, ne? Also, hergestellt. Ich muss ja gerade hier auf die Billow-Schiffe setzen. Und darauf hoffen, dass mich da keiner von der Seite irgendwie angreift. Kontrolle über den Planeten erreicht. Ja, das war easy. Wird gebaut. Können wir ein bisschen weiter bauen, hoppala. Kann der von hier aus dahin? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich kann auch von hier nicht nach Nabu. Ich habe gehört, ihr braucht meine Dienste. Ja, das stimmt. Deswegen verlasse ich mich da jetzt mal drauf. Konstruktion abgeschlossen. Klaue ich mir jetzt eigentlich auch selbst irgendwelche... Credits. Oh, kannst du direkt bei Coruscant hier abknapsen. Nicht, wo Milch und Metall fließen. Und ich bin immer noch überfordert. Aber das wird ja eh der Dauerzustand sein. So. Ich hab gehört, Rothana will sich dem Konföderationsimperium anschließen. 14 Sekunden ist auch geil. So, wir... Ja, klar, gucken wir uns an, wie Doku kämpft. Bodenkampf, Tatooine, yay! Heiter und Sandstürme, cool. Hier hat Mittag, heitere Sandstürme. Wüsten, Tafelland, Schluchten. Das ist lädt. Da kann ich mal die Reste meines abgestandenen Kaffees mal trinken. Mmh. Ah, schön mit der abgelaufenen Note. Mmh. Yo. Bombe. Bombardement anfordern. Geil, die haben die Javas mit drin. Oder gab es die auch so, ey, mit den Fahrzeugen? Ich frage mich auch immer, wo die herhaben. Wo kommen diese Sandraupen her? Waren die einfach immer da oder bringt regelmäßig Javas hervor bis zu seiner Zerstörung? Cool. Wie die Karnickel. Java-Kundschafter, Eingeborene. Aha.
Cool. Und die scheinen auch auf meiner Seite zu sein, was mich noch mehr freut. Warum auch immer. Also nicht, dass es mich freut, sondern warum die auf meiner Seite sind, keine Ahnung. So, das sind wahrscheinlich... das sind so Anti-Panzer... Anti-Panzer-Dudes. Anti-Panzer-Dudes. Wir laden erstmal ein bisschen was ab. Ah, schade, der hat auch keinen... Der hat auch keine Sprachausgabe bekommen. Schade. Aber man kann nicht alles haben. Die haben eine Sprachausgabe. Nice. Immerhin. Oh, Bantas. Cool. Muss ja nicht unbedingt Mos Eisley sein, kann auch irgendwie Mos Espa sein oder so, glaube ich. Gefährliches Halbwissen, keine Ahnung, Druiden, Alter. Boah, da kommen wir auch ordentlich, da kommen echt ordentlich mit. Das hat schon was, ne? Oh, guck mal, Alter. Schnappt ihn euch! Ist das überhaupt? Mandalorianischer Milizsoldat. Und hier werden wir auch... Ey! Kommen sie, die Schweine. Jo. Jo, er hier schon mitten rein. Leider auch mehr so ein Skin für andere Einheiten. Schade. Wie ist das Ding nochmal? IFT? Aha. Yo. Lächeln. Einmal für die dunkle Seite lächeln. Was kommt denn da angeschissen? Cloud Trooper. Ach so. So. Easy. Manchmal können Sachen auch einfach sein. Lorianischer Miliz da nach wie vor. Ja, okay, der hält doch einiges aus. Die laufen erstmal schon an dem vorbei, aber hauen ihn trotzdem um. Sehr schön. So, ihr macht gerne mal eine Angriffsbewegung dahin. Moment, wie geht er nochmal? Keine Ahnung. Nee. Angriffsbewegung. Danke. So. Alles erstmal umbrezeln, was einem da vor die Flinte kommt. Batterie Javas. Javas gibt's. Und ein. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Trupp hätte ich dann doch gerne hier. Boah, das war echt cool gemacht. Also gerade auch mit den Transportern. Das haben die echt nur mit 6 Leuten auf die Beine gestellt. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Da muss man den lassen. So, Kollegen. Erstmal aus dem Leben blitzdingsen. Geil! Diese kleinen, weiß nicht, ja, Spinnendroiden würde ich jetzt nicht mal sagen, aber mit den Spinnenarmen. Hier laufen auch noch so Bewohner rum und alles cool gemacht, ja. Duros. Schöne Details auf jeden Fall. Geile Mucke im Hintergrund, yo. Und Javas. Manchmal kann man ja nur eines haben, ne? Entweder gute Mucke oder Javas. Und diesmal hat man beides. Wow. Wir haben einen Bauplatz erobert. So, der rüttelt hier hoffentlich mal wieder die Kaserne aus dem Weg. Beziehungsweise er wird jetzt gerade mal einfach nur stehen. Sehr schön.
Ey! Wir haben einen Bauplatz verloren. Oh, das war doch ein bisschen viel. Nee, das schaffst du nicht allein. Shit. Okay, das wird wahrscheinlich Kondoku gewesen sein. Dann sind die Filme halt ein bisschen eher, ja, durch. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. Ja, die schnarchen dem da entgegen. Wobei ich hier echt mal vermute, dass ich da echt kein Land gegen sehe. So, er heilt sich schon mal. Sehr gut. Okay, im Sinne der Zeit, ich beschleunige das mal. Moment, das geht gar nicht. Achso, doch. Oh, Gott sei Dank. Ey. Könnt ihr das einnehmen? Können sie, sehr schön. Wir haben eine Landezone gesichert. Genau, weil wenn ich das so mit denen nicht schaffe, dann kann ich mich auch gleich zurückziehen. Ist der wirklich nur so ein paar? Was ist er denn? Wer ist er denn? Ruckel, 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 ruckel. Okay, ja, ruckelt euch mal von A nach B. Sehr schön. Ja, alles klar. Dann auf ein neues, auf in die Schlacht, auch wenn das für uns wahrscheinlich nicht so gut ausgeht, aber scheiß drauf. Leash. Doku macht dir jetzt auch nicht so viel. Völlig normales Treiben hier auf Tatooine. Völlig normaler Arbeitstag für die Leute. Denken sich gerade nur so, ach nee, jetzt klappen die sich da im Hintergrund schon wieder, Mann. Kein Bock. So, der geht schon mal mitten rein und die und tankt erstmal alles weg, was geht. Geil, das fängt an zu ruckeln. Das ist auch was Neues, okay? So, Kollegen. Trällern wir mal ein anderes Lied. Das Lied vom Sieg. Spielen wir das Lied vom Sieg. Spielen wir das Lied vom Sieg. Vom Sieg. Mhm. Jo, Raketen gibt's auch. Wie gibt denn hier die Fabrik kaputt? Irgendwie so. Ja, und er fährt einfach über Leute rüber. Cool. Außenposten. Ja, hab ich gemerkt. Das ist doch nur ganz minimalistisch. Ah, guck mal, da kommen meine besten Truppen. Nehmt das hier mal kurz ein. Ich beschleunige mal wieder. Boah, er ist schon, Alter. Wir haben einen Bauplatz erobert. Jetzt habe ich hier irgendeinen NASA-Flug berechnet. Wir haben einen Bauplatz verloren. Kann er mitnehmen? Wir haben so eine Landezone gesichert. Um Sofortangriffe der Javas leicht mit Droidenteile zu bestechen. Geil. Sie werden uns wir unterstützen. Haben einen Bauplatz erobert. Great Drachen. So, und alles zernichten, was es gibt. Was kann ich hier bauen? Aha. Aha, aha. So.
Doofe Frage. Wenn ich jetzt das hier baue, ne? Wird gebaut. Werden dann auch meine Ruinen geheilt. Das wäre natürlich super. Ich glaube, das ist so ein Drache. Ja. Werden dann auch meine Ruinen geheilt. Wenn ja, dann leider. Das macht mich dann überhaupt keinen Sinn. Konstruktion abgeschlossen. Oh. Hey, wer wird. Ne, der Ding jetzt wird geheilt, sehr gut. Okay, alles richtig gemacht. Obwohl, ne, stimmt gar nicht. Ey! Ja, die heilen tatsächlich meine Bodentruppen. Cool. Voll unlogisch. Egal. Das zieht sich gerade ein bisschen. Aber dann weiß ich ja schon, wie ich das für die nächsten Folgen mache. Ich guck mal, dass ich ein bisschen tacke und dass ich das einfach mal ein bisschen spiele und dass ich dann eher was zeige, als dass ihr da jetzt in jeder Folge schön mir dabei zugucken dürft, wie Truppen von A nach B gehen. Das interessiert wirklich keinen. Spezialfähigkeit der dunklen Seite. Offensivaufrüstung. Aha. Spezialfähigkeiten von Anhängern der dunklen Seite sind um 15% schneller wieder aufgeladen. Lol. Nice. Nehme ich gerne mit. Aber auch richtig spannend, wenn die so sagen, okay, ne, so eine richtig geile Mod, irgendwo auf die Beine gestellt, richtig cool, alle feiern das hart und dann so, ja, wie taggt man denn? Keine Ahnung. Das haben wir nicht eingebaut. Das ist ein Feature. Wenn irgendwas fehlt, ist es immer ein Feature. Ganz wichtig. Mike, könnt ihr jetzt auch manchmal beeilen hier? Ist ja fürchterlich, so. Und in der. Ich nenne sie jetzt mal. In Zeitraffer hier. Sieht das auch nicht unbedingt besser aus. Genau, vielleicht hätte ich mal vorher gucken sollen, wo die sind. Hier schon mal einiges. Jo. Aber der Mann mit dem dunklen Mantel hier ist schon. Schon auf dem Weg. So, finally. Hat er den gerade reflektiert? Oh, die wissen auch nicht, was sie hier tun. Das kann ein bisschen geschmeidiger laufen, um ehrlich zu sein, aber. Ach ja. Leute, wo lauft ihr hin? Einmal hier ein bisschen, bisschen was zerstört. Oh shit. Ah, das könnte ein bisschen knapp werden. Ah, verstehe jetzt, warum ich Bodenschlachten nicht so ab kann. So, jetzt muss Doku auch noch dran glauben. Cool. Geil, und er kitet ihn einfach weg. Jetzt muss er erst so ganz träge hinterherlaufen und den. Boah, ist das eine Zumutung. Das sind halt die alten. Es sind einfach die alten Schwächen von den alten Spielen. So, er hält sich schneller als andere Leute ihn umbringen können. Er reflektiert einfach alles. Yo, mit Gore hier, Alter. What the fuck? Ist mir gar nicht aufgefallen. Yo. Erstmal schön hier ab 18. Die Bello-Grafik, ey. What the heck. Yo.
Voll das brutale Spiel. Direkt mal auf den Index hier. Auch eins die Sachen, die ich nach wie vor so ein bisschen nicht verstehe. Geld! Mein Gott. Damals, wenn ihr euch daran erinnern könnt, als hier StarCraft 2 rauskam. Mega gutes Spiel, keine Frage, macht mega Bock. Dann hat sie eine Einstufung ab 12 bekommen. Ich denke mir, wenn so ein Ultralisma eben so durch so eine Charge von Space Marines durchgeht, das sieht schon relativ krass aus, würde ich sagen. Also der macht auf jeden Fall halblang. Und das des Öfteren. Deswegen frage ich mich bis heute, wie das überhaupt... Na, das ist jetzt so ein Aspekt. Da gibt es noch ein paar andere, aber... Ich mir auch dachte, boah, das ist schon... Das ist schon nicht ohne. So. Karinas löst sich erstmal... Erstmal schön Luft auf. So. Ja, war ja auf jeden Fall spannend bis zuletzt. Nicht? Also ja, von den Einheiten, okay. Ne? Aber dass ich jetzt schon ein Tatooine gescheitert bin, das ist natürlich so ein bisschen doof. Okay. Aber Doku wird zurückkommen. Keine Sorge. Und ich würde sagen, ganz ehrlich, ich tick erstmal ein bisschen. Ich versuche erstmal rauszufinden, wie das geht. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Genau. Ja, komm. Na, das ist jetzt ein Boot, das nehme ich jetzt erstmal so nicht mit. Komm, ich mach's auch mal automatisch. Schiffswerft Level 3. Alles klar. So. Jo, dann würde ich sagen, ich tacke, wir machen hier weiter und dann sieht man sich in der nächsten Session, würde ich sagen. Jo, danke fürs Zusehen, wie immer, und dann würde ich sagen, bis demnächst. Haut rein. Tschüss.